Hallo liebe Kinder, ich begrüße euch ganz herzlich aus Pforzheim zu dieser Online-Sonntagsschule. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Lilly Steiger. Das Thema für die heutige Online-Sonntagsschule lautet die 3G. Und die 3G, die sind ja zurzeit in aller Munde. Getestet, geimpft oder genesen, das kennt mittlerweile jeder, auch die Kinder. Und die Schulkinder in Deutschland, die müssen auch getestet werden, damit sie die Schule betreten dürfen. Ihr seid mit diesem Thema vertraut, aber heute will ich euch von drei anderen Gs erzählen. Und was es damit auf sich hat, das werde ich euch nachher in der Geschichte erzählen. Lasst uns jetzt zusammen beten. Wir schließen die Augen und wir falten die Hände. Vater im Himmel, hab Dank von mir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast. Danke, dass wir jetzt auch diese Online-Sonntagsschule haben dürfen. Bitte sei du jetzt unter uns, segne uns. Bitte segne ein jedes einzelne Kind, das jetzt auch zuhört. Und hab Dank für all das Gute, das du uns schenkst. Amen. Lasst uns jetzt noch ein gemeinsames Lied singen, und zwar das Lied "O wie schön, den Herrn zu lieben". Ihr dürft zu Hause gerne mitsingen. Kennt ihr die Familie Hoffmann aus der Waldstraße? Das sind Tim, Susi, Lisa, der kleine Lukas, Mama, Papa und die Oma Lotte. Und sie wohnen in einem rosa Haus ganz nahe am Wald. Und am Waldrand, da gibt es auch einen schönen Spielplatz. Da gibt es eine grüne Rutsche, eine Schaukel und einen Sandkasten. Und die Kinder, die gehen immer sehr gerne mit der Oma Lotte auf diesen Spielplatz. Aber heute ist es ein Montag. Papa ist auf der Arbeit, die Mama ist mit dem kleinen Lukas beim Kinderarzt und es ist gerade Mittagszeit. Oma Lotte ist mit Tim, Susi und der kleinen Lisa zu Hause. Und die Oma Lotte, die bereitet gerade das Mittagessen vor und die kleine Lisa hilft ihr. Und Tim und Susi, die sind gerade damit beschäftigt, Bilder von Josef anzumalen. Und zwar hatten sie gestern am Sonntag in der Sonntagsschule von ihrer Sonntagsschullehrerin, der Tante Renate, Ausmalbilder zu der Geschichte von Josef bekommen. Und da waren sie gerade fleißig beschäftigt, diese Bilder anzumalen. Und der Tim überlegte gerade, wie er den bunten Mantel von Josef anmalen soll. Da hört er plötzlich Omas Stimme aus der Küche. "Tim, kannst du mir bitte einen Gefallen tun?", ruft Oma Lotte. "Oh nein, Oma, jetzt nicht. Ich will erst das Bild fertig anmalen", antwortet Tim missmutig. Aber Oma ruft noch einmal: "Tim, komm doch bitte mal kurz her." Tim steht auf und geht in die Küche, aber er ist sehr unzufrieden, weil Oma Lotte ihn gerade bei seiner Lieblingsbeschäftigung gestört hat. Das sieht man seinem Gesicht auch an.
Oma Lotte legt gerade gebratenen Fisch und Kartoffeln auf einen Teller und deckt den Teller mit Alufolie ab. Und sagt, du Tim, ich habe eine Idee. Unsere Nachbarin, die Frau Keller, die hatte gestern eine Knieoperation bekommen und kann gerade nicht so gut aus dem Haus. Weißt du was, komm, bring ihr doch von dem Mittagessen etwas vorbei, von dem Fisch und von den Kartoffeln, da wird sie sich sicher freuen. Ach Oma, bitte etwas später, ich will erst mein Bild ausmalen, sagt Tim. Aber Tim, das Essen wird doch dann kalt. Mach das bitte gleich. Und solange du ihr das Essen vorbeibringst, decke ich den Tisch, mach den Nachtisch und dann können auch wir gleich essen. Unwillig nimmt Tim den Teller und macht sich auf den Weg zu der Nachbarin. Auf der Straße begegnet ihm der Nachbarsjunge Christian. Und der fährt gerade mit seinem neuen Fahrrad ein paar Runden. Und er ruft, hallo Tim, ich habe ein neues Fahrrad, schau mal. Wow, das ist ja ein richtig schönes. So eins habe ich mir auch immer gewünscht. Willst du es mal ausprobieren? Du kannst gerne ein paar Runden fahren. Christian bleibt bei Tim stehen und steigt vom Fahrrad. Tim stellt schnell den Teller mit dem Fisch und den Kartoffeln auf eine Bank, die in der Nähe steht, und steigt auf Christians Fahrrad und fährt los. Das macht so richtig Spaß. Darf ich noch eine Runde fahren? Fragt er. Christian nickt und Tim macht die zweite Runde und dann noch die dritte Runde. Und das Teller mit dem Essen für die Nachbarin hat er ganz vergessen. Die Familie Hoffmann, die hat aber auch eine Katze und die heißt Fleckchen. Und die war gerade draußen unterwegs. Und wisst ihr, Katzen, die haben eine sehr gute Nase und diese Katze, die hat den Fisch gerochen. Und sie sprang auf diese Bank und versuchte mit ihrer Pfote die Alufolie wegzumachen. Und das klappte sogar. Und dann begann sie, den Fisch anzufressen. Und als Tim gerade an der Bank vorbeifuhr, schrie er laut auf. Oh nein, Fleckchen, was machst du da? Er stieg vom Fahrrad und schaute auf den Teller, aber da war nichts mehr zu retten. Der Fisch war angefressen. Bestürzt nahm er den Teller und machte sich auf den Weg nach Hause. Und zu Hause fragte Oma Lotte natürlich, und was hat Frau Keller gesagt? Hat sie sich gefreut? Aber Tim, der schweigt und schaut nach unten und bekommt ein ganz rotes Gesicht. Was ist denn los? Fragt Oma Lotte. Da erzählt Tim ihr die ganze Geschichte von Christians Fahrrad und von Fleckchen. Die Oma schüttelt nur ganz enttäuscht den Kopf und sagt gar nichts mehr. Am Mittagstisch ist es dann ganz ruhig. Tim hat gar keinen Appetit. Ständig ist er mit den Gedanken bei dem Essen für die Nachbarin und Fleckchen. Und nach dem Essen liegt Oma Lotte, die kleine Lisa, schlafen und Tim und Susi räumen den Tisch ab und räumen das Geschirr in die Spülmaschine. Und dann kommt Fleckchen in die Küche geschlichen und miaut und streicht so um Tims Bein herum. Sie hat bestimmt Hunger, meint Susi. Du hast schon Frau Kellers Fisch gegessen, schimpft Tim. Du kriegst nichts mehr. Fleckchen verkriecht sich schnell unter dem Tisch, so als hätte sie ein schlechtes Gewissen, wie Tim. Als Lisa eingeschlafen ist, kommt Oma Lotte ins Wohnzimmer. Tim und Susi, kommt mal, ich will euch etwas erklären, sagt sie. Tim und Susi setzen sich zu ihr aufs Sofa. Wisst ihr, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und bei uns in der Familie gab es eine Regel, die 3G-Regel. Wisst ihr, was das bedeutet? Tim und Susi schüttelten den Kopf. Davon hatten sie noch nie etwas gehört. Kommt mal mit, ich zeige euch etwas, sagte Oma. Das habe ich noch als Andenken an mein Elternhaus. Oma Lotte geht in ihr Zimmer und schaut in einer großen Schachtel nach. Hier habe ich es. Oma Lotte hebt ein Blatt Papier hoch. Darauf ist ein großes Zeichen zu sehen, ein G. Und darunter 3 Wörter.
Wisst ihr, was da drauf steht? Fragt Oma Lotte. Das ist ein G, der Buchstabe G. Und hier steht gern, gleich und ganz. Und dieses Blatt hing bei uns im Wohnzimmer. Und jedes Mal, wenn meine Geschwister und ich die Aufgabe, die wir tun sollten, nicht machen wollten, dann zeigten Mama und Papa einfach auf dieses Blatt. Und dann wussten wir, dass wir unsere Aufgabe gern, gleich und ganz machen sollten. Als Kinder waren wir über diese Regel überhaupt nicht glücklich. Aber später haben wir sehr oft erfahren, wie gut es war, dass wir gelernt haben, treu und zuverlässig unsere Aufgaben zu machen. Ihr habt doch heute Vormittag Bilder von dem Josef angemalt. Habt ihr die von der Sonntagsschule bekommen? Fragt Oma Lotte. Ja, Tante Renate, unsere Sonntagsschullehrerin, hat uns gestern die Geschichte von Josef erzählt und diese Ausmalbilder ausgeteilt. Und wisst ihr auch noch, welche Aufgabe der Vater Jakob dem Josef übertragen hat? Ja, er sollte zu seinen Brüdern gehen und nach ihnen schauen, sagte Tim, und Susi rief noch, ja, und die Brüder, die waren voll neidisch auf ihn, weil der Vater Jakob, der hatte dem Josef einen bunten Mantel geschenkt und den anderen nicht. Und überhaupt hat er den Josef viel lieber als die anderen und deswegen mochten sie ihn gar nicht. Richtig, Susi, lobte Oma Lotte. Und was hat dann der Josef gemacht, als der Vater Jakob ihm diese Aufgabe gegeben hat? Er ging zu den Brüdern, sagte Tim. Ja, richtig, Tim. Er hat sich keine Ausreden ausgedacht, obwohl er wusste, dass die Brüder ihn gar nicht mögen, ging er trotzdem hin. Und als er dahin kam und seine Brüder nicht gleich gefunden hatte, hat er auch nicht gleich aufgegeben. Er hat so lange nach den Brüdern gesucht, bis er sie gefunden hatte. Josef war einer, der seine Aufgaben gleich, gern und ganz erfüllte. Und wisst ihr auch, was später mit Josef wurde? Ja, die Brüder wollten ihn zuerst töten, aber dann haben sie sich's doch überlegt und haben ihn nach Ägypten verkauft. Und dann lebte er bei Potiphar und durfte ganz wichtige Aufgaben machen. Ja, das stimmt, sagte Oma Lotte. Und später wurde er sogar der zweitwichtigste Mann in ganz Ägypten. Der Pharao hat ihm ganz große Aufgaben anvertraut und er wurde in vielen Ländern bekannt. Und wisst ihr, warum er so ein wichtiger Mann geworden ist? Tim und Susi überlegen. Ja, vielleicht, weil er so klug war, meint Tim. Ja, das auch. Gott hat ihm viel Weisheit geschenkt. Aber es gibt auch noch was anderes. Er hat schon als Junge gelernt, gehorsam und treu zu sein. Er hat seine Aufgaben gern, gleich und ganz gemacht. Und so hat er dann auch später als ein erwachsener Mann gehandelt. Das haben die anderen Leute gemerkt und ihm wichtige Aufgaben anvertraut. Plötzlich sprang Fleckchen auf Tims Schoß. Sie miaute und rieb ihren Kopf an Tims Brust. »Guck mal, es tut dir leid«, sagt Susi. Fleckchen schnurrte und kniff die Augen zusammen. »Guck mal, sie entschuldigt sich sogar«, Susi klatscht in die Hände. Und Tim tut es auch leid. »Du Oma«, sagt er leise, »es tut mir leid. Eigentlich wollte ich das Essen der Frau Keller bringen, aber nicht gleich.« Meinst du, wir können ihr jetzt noch, meinst du, ich kann ihr jetzt noch etwas vorbeibringen? Oma sagt, das ist eine gute Idee, Tim. Es sind noch Reste vom Mittagessen übrig, ich werde ihr gleich noch mal einen Teller packen und dann darfst du ihr Essen rüberbringen. Und Tim nahm den Teller und sagte, ich gehe sofort rüber. Und egal, was Christian mir jetzt zeigen will, ich gehe sofort zu Frau Keller. Sehr gut, sagte Oma Lotte. Das freut mich. Und Fleckchen lief neben Tim hinterher. Sie roch bestimmt wieder den leckeren Fisch. Aber Tim sagte, Fleckchen, diesmal kriegst du nichts. Diesmal mache ich meine Aufgabe gern, gleich und ganz.
Ja, das war die Geschichte von den Hoffmanns und von Tim und wie Oma ihnen die Regel, die 3G-Regel, erklärt hat. Und wenn ich an gehorsame Kinder in der Bibel denke, da fällt mir nicht nur der Josef ein, sondern auch ein kleiner Junge, der schon ganz früh zu einem Priester gebracht wurde und im Gotteshaus aufgewachsen ist. Und die Eltern von diesem Junge, die hießen Hannah und Elkanah. Und diese brachten ihn schon mit circa 3 oder 4 Jahren zu dem Priester, damit er dem Priester Eli helfen konnte in dem Haus Gottes. Und jetzt wissen bestimmt schon ganz viele von euch, wie dieser Junge heißt. Genau, richtig. Das ist der Samuel. Und wisst ihr, der Samuel, der hat dem Priester Eli bei vielen Sachen geholfen. Der hat ihm geholfen, die Lampen anzuzünden, Staub zu wischen, Vorhänge zuzuziehen. Aber er hat nicht nur solche Tätigkeiten gemacht, sondern er wurde auch vom Priester Eli im Wort Gottes unterwiesen. Damals gab es keine Bibel, wie wir sie haben, sondern es gab solche Schriftrollen. Und daraus las ihm der Priester Eli auch vor. Und so lernte der kleine Samuel schon ganz früh das Wort Gottes kennen. Und eines Nachts, der Eli hat schon geschlafen und auch Samuel lag in seinem Bett, hörte Samuel plötzlich eine Stimme. Samuel, Samuel. Und Samuel wusste nur, der Priester Eli war jetzt im Haus Gottes und er, also musste es ja der Eli sein, der ihn gerufen hatte. Und er stand sofort auf und ging zu dem Priester Eli rüber und fragte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli schaut ihn ganz erstaunt an und sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder hin und geh schlafen. Vielleicht hast du einfach geträumt. Und Samuel war sich aber sicher, dass er diese Stimme gehört hatte, aber er war gehorsam und legte sich wieder hin. Und bevor er wieder einschlafen konnte, hörte er wieder diese Stimme. Samuel, Samuel. Jetzt war er sich ganz sicher, das war doch der Priester Eli. Und er stand wieder auf und ging zu dem Priester. Aber Eli sagte wieder, nein Samuel, ich habe dich nicht gerufen, leg dich wieder hin. Und dann kam die Stimme zum dritten Mal. Und Samuel dachte, ich höre diese Stimme, es ist bestimmt wieder Eli. Soll ich jetzt wirklich aufstehen? Jetzt ist es gerade so warm in dem Bett. Und bestimmt sagt der Eli wieder, dass er mich doch gar nicht gerufen hat. Nein, so dachte der Samuel gar nicht. Er hörte die Stimme und er wusste, dass er gehorsam sein soll. Und er stand auf und ging wieder zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und der Eli sagte, nein, ich habe dich wieder nicht gerufen. Aber Eli begriff in diesem Moment, dass Gott den Samuel rief. Und er sagte zu ihm, weißt du, jetzt leg dich wieder in dein Bett. Und wenn du nochmal diese Stimme hörst, dann sage, rede, dein Knecht hört. Und als Gott dann zum vierten Mal Samuel, Samuel rief, dann sprach Samuel, rede, denn dein Knecht hört. Und so konnte Gott zu Samuel sprechen. Und Gott konnte den Samuel gebrauchen. Auch später, als er dann ein erwachsener Mann wurde, wurde er ein ganz großer Prophet im Lande Israel. Ich habe euch auch einen Lernvers mitgebracht, den seht ihr hier. Und den wollen wir jetzt zusammen durchnehmen und der geht so. Ihr Kinder seid den Eltern in allen Dingen gehorsam, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Und das steht in Kolosser 3, Vers 20. Und wisst ihr, was wohlgefällig heißt? Das heißt, dass es dem Herrn gefällt, dass er sich darüber freut, wenn ihr euren Eltern gehorsam seid. Und das habe nicht ich erfunden, sondern das steht in der Bibel. Und die Bibel ist das Wort Gottes. Und dem Wort Gottes wollen wir ja gehorchen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr diesen Vers, liebe Kinder, lernt und nicht nur auswendig könnt, sondern ihn einfach auch beherzigt. Wir wollen ihn noch einmal wiederholen. Ihr Kinder, seid den Eltern in allen Dingen gehorsam, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Kolosser 3, Vers 20. Und zum Schluss möchte ich noch die 3G-Regel mit euch wiederholen. Also, wenn eure Eltern euch das nächste Mal eine Aufgabe geben
und ihr gehorsam sein sollt, dann erinnert euch an die 3 Gs. Und zwar gern, gleich und ganz. Zu dieser Geschichte wird es auch wieder Ausmalbilder geben. Die findet ihr in dem Link in der Videobeschreibung und könnt euch gerne diese Bilder ausdrucken und auch ausmalen. Lasst uns jetzt zum Schluss dieser Online-Sonntagsschule noch gemeinsam beten. Ihr dürft zu Hause auch wieder die Augen schließen und die Hände falten und mitbeten. Vater im Himmel, ich bin dir dankbar für diese Online-Sonntagsschule. Ich bin dir dankbar für die Bibel, in der wir doch auch lesen dürfen. Danke, dass du sie uns hinterlassen hast, dass wir daraus auch so viel lernen dürfen. Danke, dass du uns zeigst, dass Gehorsam auch so wichtig ist. Danke, dass du uns da auch so gute Beispiele hinterlassen hast. Bitte hilf doch auch mir und bitte hilf auch den Kindern, dass sie doch auch so gehorsam sein können, wie Josef und Samuel es auch waren. Bitte hilf ihnen, dass sie auch diese 3G-Regel doch auch lernen und verinnerlichen und sie auch umsetzen können. Bitte hilf du den Kindern, bitte segne ein jedes einzelne Kind, das jetzt auch zugehört hat. Und ich sage dir danke für alles. Amen. Zum Schluss werden wir jetzt noch ein gemeinsames Lied singen, und zwar das Lied Ein kleiner Knecht Gottes. Und bevor wir es singen, verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Knecht Gottes war Samuel, als Gott zu ihm sprach, da gehorchte er. Sucht keine Knechte.